Hey Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Fallout 3 in der Games of the Year Edition. Wir sind hier immer noch unterwegs zum Technischen Museum. Ihr seht ja auf der Karte, Technisches Museum, dort müssen wir irgendwie hingelangen. Ja, hier versuche ich gerade die ganzen Gegner ein bisschen zu umlaufen, weil die dann doch ein bisschen zu heftig waren. Das eine Mal haben sie mich zumindest mal gekillt. Wir sind hier mittlerweile in der Metro, beziehungsweise hier unten schon mal langgegangen, haben hier die ganzen Raider schon mal umgebracht. Jetzt stellt sich natürlich nur die Frage, erstens, warum kriege ich die Flasche hier nicht? Aber das ist, glaube ich, erstmal zweitrangig. Sondern, wo gehen wir am besten lang? Und wir müssen hier lang, denn von dort sind wir gekommen. Ja, ich bin gespannt, auf wen oder auf was wir jetzt alles genau treffen. Ob das jetzt so leicht vorwärts geht oder nicht. Wir haben erstmal eine Truhe zum Aufknacken. Werden wir natürlich, zack, direkt mal machen. Gleisnägel und Pfeile. Ja, nehmen wir natürlich alles mit. Ja, und nicht wundern, falls ich mal wieder die Steuerung verhaue. Schmutziges Wasser nehmen wir natürlich mit. Red X genauso. Denn ich muss mich auch hier erstmal wieder dran gewöhnen. So, nehmen wir alles mit. Okay, was haben wir denn hier noch? Psycho, Puff Out, Scotch natürlich. Scotch muss immer mit. Ja, Stimbeck ist immer gut, ne? Also so viele Stimbecks wie möglich würde ich schon gerne mitnehmen. Insofern das hier überhaupt möglich ist, dann so viele zu finden. Was haben wir hier? Eine leere Whiskyflasche, die können wir später verkaufen. Ja, dann können wir ja jetzt eigentlich hier weitergehen. Mal schauen, was hier so alles... Ich bin verrückt. Wer hat denn hier auf mich geschossen? Da wart ihr doch. Oh. Okay, da... Moment. So, zack, die haben wir schon mal erledigt. Upp. Ich weiß nicht, ob ich das Ding treffe. Vielleicht wird es auch mal Zeit, eine andere Waffe auszupacken. Nehme ich die hier zum... Ja, das ist schon mal sehr, sehr gut. Moment, bevor wir... Oh. Ja, eigentlich wollte ich mal kurz schauen, was der hat. Nehmen wir erstmal alles mit. Und jetzt... Natürlich. So, einmal. Und... Hier vorne war noch einer, ne? Moment, nehme ich da unten. Ja, mag einen Schützturm und ich treffe ihn gar nicht. Und dann sag mal. Liebe Leute. Ich würde jetzt mal behaupten, wir müssen noch ein Stück näher ran. Moment, den Basie, den brauchen wir nicht. Vielleicht können wir auch mal wieder mit diesen Waffen hier schießen. Irgendwo ist jedenfalls noch jemand. So viel steht mal fest. So, Schreibtisch ist leer. Wir gucken erstmal, bevor wir da... Wobei, wir können eigentlich erstmal hier vorsichtig rausschauen. Bevor wir jetzt hier oben... Los, rauskommen! Ich mach's auch kurz und schmerzlos. Ja, wo bist du denn? Ich finde das immer lustig, wenn die Leute dann sagen, ja, komm raus, ich mach dich... Verdammte Feiglinge verstecken sich. Ja, wo bist du denn? Wahrscheinlich da unten drunter. Na gut, dann können wir doch erstmal hier alles abluden, was geht. So, zack, einmal... Hier alles ich mit. Ich weiß, dass du hier bist. Und ich werde dich finden. Ja. Du wirst uns finden. Kronkorken, sehr, sehr schön. Da haben wir schon alles. Das ist leer. Der ist nicht leer. Kaffee, das auf jeden Fall. Ja, Kaffee, das ist immer gut, ne? Also vor allem früh am Morgen. Zumindest geht's ich mir so. Ich weiß, dass du hier bist. Und ich werde dich finden. Ja. Aktivieren Geschützter. Geschützturmsteuerung. Ja, wir brauchen Wissenschaftsfähigkeit von über 50. Na gut, okay. Ich weiß, dass du hier bist. Und ich werde dich finden. Na gut, dann schauen wir mal, ob wir die Dame jetzt finden. Ja, Moment. Bevor wir jetzt doch da runtergehen, möchte ich mir dann doch noch ein bisschen was reinpfeifen. Ameisenfleisch vielleicht. Zack. Das ist natürlich... Ja, eigentlich müssen wir auch mal Red X oder sowas nehmen. Ne, nicht Red X, sondern Red Away. Ah, ich verwechsel die beiden nochmal. Red X ist ja nur für die Strahlenresistenz und Red Away. Zwei Stück haben wir da. Naja. Das ist natürlich dann richtig schön. So, zack, dann nehmen wir das auch mal. Nur um es direkt dann wieder reinzupfeifen. So, was haben wir denn hier? Scottish. Also Scotch.
Stimbeck, Whisky. Stimbeck ist natürlich das Beste, aber die mag ich eigentlich ehrlicherweise noch aufheben. So lange wie möglich. So, Nuka-Cola. Okay, das sollte erstmal ausreichen. So, dann. Super! Macht wohl Spaß, was? Mir gefällig? Ja, wo bist du denn? Ah. So. Zack, aber die Waffe bringt uns nicht allzu viel. Vielleicht sollte ich doch wieder eine Pistole einstecken. Ich weiß es noch nicht. So, da kann man gleich weitermachen. Aber ich würde gern. Wo ist sie denn? Da ist sie. Da ist sie, die Energiewaffe. Irgendwie habe ich dafür nämlich irgendwie immer richtig viel Munition und ich finde auch richtig viel Munition dafür. Ich meine, gut, okay, je nachdem, wo man ist, kann man sich das natürlich gut erklären, aber jetzt zum Allgemeinen weiß ich nicht, ob die Raider und was weiß ich, wer hier noch alles rumläuft, dann wirklich nur komplett auf Energiewaffen sitzt. So, die gute Dame, da unten war sie, das heißt, wir nehmen mal ihr Zeug. 32er Kaliberschuss, Jagdflinte, Krongorgen, Raiderstattenrüstung, Schlagring. Und auch das ist jetzt mal gleich eine sehr, sehr gute Gelegenheit, um da mal reinzuschauen, ob wir nicht ein bisschen was bei der Kleidung zum Beispiel reparieren können. Kleidung, habe ich gesagt. So, Kampfrüstung, die kann man natürlich nicht reparieren. Okay, alles klar. Das auch nicht. Was tragen wir noch? Sonst nichts weiter? Okay. Und die Powerrüstung, die würde ich so gern probieren, aber wie gesagt, da brauchen wir erst die Ausbildung der Bruderschaft dafür. Was natürlich momentan noch nicht wirklich möglich ist. So, das haben wir. Da können wir nichts machen. Zweigenkreisiger können wir reparieren. Dann machen wir auch. Die chinesische Pistole. Ja, die können wir auch noch reparieren. Okay, was haben wir noch? Chinesisches Sturmgewehr, Heckenschützen, Holzhammer. Die Jagdflinten können wir mal. Ja, diese hier. So, und dann. Guck mal, wie viele Jagdflinten wir haben. Können wir eigentlich ordentlich verkaufen. Reparierte geben ja auch ein bisschen mehr. Wir können auch ruhig mal. Ah, das können wir später in Ruhe machen, würde ich mal sagen, ne? So, Kampfflinte, Kreuzschlüssel, Kronkorkenmine. Lasergewehr, Laserpistole. Kann man leider nichts reparieren. Schnagelbrett. Ich weiß gar nicht. Ich sollte vielleicht mal drauf achten, ob es dafür auch tatsächlich noch Erfahrungspunkte gibt, wenn ich die Sachen hier repariere. Weiß ich nicht. Oder ihr schreibt es mal in die Kommentare rein. Das könnt ihr natürlich auch gerne machen. Da habe ich nämlich absolut kein Problem mit. Im Gegenteil, ich würde mich sogar darüber freuen. So, Trennwasser kann man auch leider nicht reparieren. Okay, ich glaube, dann gehen wir einfach mal. Wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Karte geschaut haben. Weiter. Ja, ist natürlich blöd, dass er nichts weiter anzeigt jetzt. So. Zack. Ich meine, auf der großen Weltkarte. Ich würde gerne mal einen Überblick haben, wo wir jetzt exakt sind. Was natürlich auch nicht ganz so einfach zu, ja, jetzt von der Weltkarte her ersichtlich ist. Wir haben gerade, ja, hier was weggeschubst. Genau. Zack. Alles mitgenommen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, geht's hier überhaupt weiter? Ja, hier geht's natürlich weiter. Was für eine blöde Frage. Natürlich, irgendwo muss es ja auch mal lang gehen. So, was haben wir hier? Auch nichts. So, vorsichtig mit den Ecken lunzen. Zack, zack. Hier könnte ich mir auch wieder vorstellen, dass ein paar Leutchen da sind, aber momentan wohl eher nicht. So, zack. Ne, ich will nicht trinken und ich wollte eigentlich auch nicht im Wasser stehen. Schon allein wegen den Strahlen. Und seht mal, da vorne ist eine riesengroße Tür. Das sieht doch schon mal gut aus. Wobei, je nachdem, was dahinter lauert, ist es vielleicht dann auch nicht so gut. Ja, Wasser. Ich weiß, du bist radioaktiv verstrahlt. Das macht doch vollkommen gar nichts. So, die nehmen wir noch mit. Und dann würde ich sagen, aktivieren. Servicebereich so. Oh, okay. Wir machen mal gerade einen Quick Save. Eine Schnellspeicherung. So, und dann. Ja. Schauen wir doch einfach mal in den Servicebereich rein. Ja, ich meine, wenn Raider schon hier unten waren, es wird mich nicht wundern, wenn die jetzt auch im Servicebereich drin waren. Sturmgewehr, Munitionskiste, okay. Sehr schön, also es gibt tatsächlich mehr als genug Munition hier, würde ich mal sagen. Moment, wo ist er jetzt? Da ist der andere. Kronkorken nehmen wir natürlich auch mit. Zack, zack. Und die Dosen auch. Ja, da ist nichts weiter, außer ein paar Äuglein.
Oh, die braucht man, glaube ich, nicht. Hui. Oh Gott, ey. Jedes Mal, wenn dieses Geräusch kommt, ne, erinnert es mich dran, wie es mich einfach mal zerlegt hat in Minefield. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Und der eine oder andere von euch vielleicht auch. Was ist hier? Aktivieren. Stolperpfad. Sieht so aus, als könnten sie diese Laserstrahlennetz entschärfen. Ja, wir entschärfen es mal. Zack. Sehr, sehr gut. 3 Erfahrungspunkte. Also das Ganze ist hier ein bisschen abgesichert. So viel steht schon mal fest. Die Frage ist nur, warum? Oder war das einfach nur eine Standardabsicherung, falls mal jemand so weit hier hochkommt oder so weit hier runterkommt, der nicht hierher gehört? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall seltsam ist es alle Male. So viel davon, glaube ich, auch sagen. So. Auf. Öffnen. Tür zu nach Metro Central. Oha, das klingt ja schon mal nett. Das klingt ja schon mal nett. Ich weiß nicht, wo wir sind. So, zeig mal eben nochmal ein Quick Save. Stirb, ja, ist klar. Ich zeig dich. Eigentlich. Ich bin gleich schon wieder tot, ne? So, zack, der ist schon mal platt. Und bevor wir jetzt hier weitermachen, mal ganz, ganz fix. So, und Stimback reingeworfen. Das heißt, eins, gleich mal ein paar mehr. So, zack, dafür sind die doch ganz gut. So. Vorsicht, ist auch klar. Oh, da fehlt mir ein bisschen Munition für. Vielleicht nehmen wir mal die hier. So, zack. Was haben wir? Kampfhinde, Raider, Beinstachel, Rüstung. Ja, 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 ja. Nehmen wir alles mit. Kronkorken. Irgendwo sind hier noch wilde Kuhle. Also die Raider, die waren offenbar nicht ganz so gut vorbereitet, wie wir das jetzt sind. In der Richtung irgendwo. Wir nehmen mal das Zeug hier einfach erstmal mit. Okay, und während da noch wilder Kuh rum... Natürlich, würdet ihr da wahrscheinlich genauso machen, ne? Oh, hoppla. Gut, dass wir so viele davon haben. Das heißt, wir könnten noch ein paar mehr abbrechen. Wollen wir natürlich nicht. Um Himmels Willen. So, wir sind versteckt. Das nehmen wir noch mit. Vielleicht machen wir einfach mal das Licht an. Leer, leer, leer. Da ist nichts weiter. So, ach ja, den haben wir ja noch gar nicht abgelootet. Nur gut, dass ich jetzt das Licht angemacht habe. Sonst hätte ich den wahrscheinlich noch nicht mal mehr gemerkt oder gesehen. So. Ich weiß gar nicht. Kriegen die das Licht denn mit? Rein theoretisch natürlich ja. Jetzt ist die Frage, ist das spieltechnisch genauso? Und vor allem frage ich mich gerade, wo der hin ist. Der... Ja, der wird wahrscheinlich hier runter sein, nehme ich mal an. Ja, komm. Komm rein. So. Gott, sehe ich hübsch aus. So. Die hätten es jetzt, glaube ich, auch in der Sicht. So, Erfahrungspunkte gibt es natürlich auch dafür. Und so wie es aussieht, war es das jetzt mit denen? Ja, Rat. Natürlich. Verstrahlt. Ja gut, radioaktiver Müll hier unten. Ich frage mich, was der radioaktive Müll hier unten soll. Ich meine, so verrückt kann da kein Mensch sein und das alles ablagern und, ja, hier unten reintun. Ja, gut, okay. Menschen, ne? Das kann schon möglich sein, dass es doch Menschen gibt. Menschenfleisch. Ja, lecker, lecker, lecker. Rat plus 9 und TP plus 30. Ich hab's auf die TP abgesehen, Leute, ne? Normalerweise esse ich sowas nicht, aber ich glaube, hier ist es schon mal gar nicht so verkehrt. Und mir gehen die anderen Sachen aus. Oh. Das ist natürlich nicht ganz so praktisch. So, nee, halt, Moment. Ich wollte auf die Karte schauen. Da seht ihr mal, wie durcheinander ich doch manchmal bin an einigen Stellen.
Und wir kommen vorwärts. Ich weiß es nicht. Der zeigt uns hier immer noch das an. Gehen wir auf die lokale Karte. Und rein theoretischerweise müssen wir wahrscheinlich ja, in die Richtung nach unten laufen. Das werden wir natürlich auch gleich machen. Oh Gott. Warum übersehe ich die Dinger denn die ganze Zeit? So. Ja, ja. Radioaktive Strahlung. Bla, bla, bla. Wir kennen es ja nicht anders. Was haben wir denn hier? Ein Todessklave? Okay. Sklavenkarte hinzugefügt. Okay, was ist das? Eine Sklavenkarte? Kartenmarkierung. Okay, Moment. Weltkarte. Ruinen. Das Washington Monument. Voltec-Hauptsitz. Was haben wir hier? Rivet City. Die Fluss. Schiff. Anlegestelle. Metroford Church. Marigold. Ich frage mich, was hier gerade neu drauf dazu gekommen ist. Tempel der Einheit, Minefield, Kraftwerk MTPL 13, da waren wir schon, da auch. Dort waren wir natürlich auch. Ach, Fu, da waren wir, glaube ich, noch gar nicht drin. So, gut möglich, dass es hier einfach nur Tempel der Einheit ist, der hinzugekommen ist. Wir wollen aber jetzt erst einmal schauen. Ja, da geht es natürlich nicht lang. Dann gehen wir halt in die andere Richtung, da wo wir sowieso lang müssen. Von daher ist das, glaube ich, mal halb so wild, ne? Auf geht's, Leute. Auf ins Abenteuer. Auf ins Abenteuer in die verstrahlte Welt hier. Ja. So. Ich find's schade, dass man einzelne gar nicht nehmen kann. Aber gut, normalerweise kann man wahrscheinlich sowieso eher weniger davon mitnehmen. Wir kennen's doch, Mensch. Natürlich kann man da relativ wenig von mitnehmen, weil man dann sonst den Platz im Inventar nicht hat, um die anderen Sachen einzukassieren. Deswegen war das schon ganz gut so, ne? Ich meine, ich werde es jetzt nicht jedes Mal erwähnen. Im Himmels Willen, das ist jetzt... Denke ich mal, das letzte Mal, dass ich das erwähne, dass, ja, ich das so ein bisschen angepasst habe, quasi, für unsere Zwecke, für ein Let's Play, was natürlich auch wesentlich angenehmer ist. So vorsichtig hier reingelaufen. Metro Central, ja. Ich sollte vielleicht nochmal auf die Karte gucken, ich weiß nicht, ne, wir waren ja noch nirgends, aber Moment, wir müssen, in die Richtung müssen wir weiter, ne? Ja, da unten, der große Fall sagt es ja auch aus. Nichtsdestotrotz, schauen wir einfach mal... Wow. So. Wenn das mal nicht die Anakuli jetzt anlockt, ich weiß es nicht. Zumindest mal schön, dass wir diese Waffe dabei haben, denn im Moment ist sie doch recht praktisch. So, wir gehen mal hier hoch. Mülleimer, ein leerer Mülleimer. So, zack. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt Munitionsverschwendung ist. Finanzen, Clipboard und Vorkriegsgeld. Kommt natürlich alles mit. Die Frage ist, wo? Oder da oben? Ist da was? Ich ist da hoch. Ah. So. Den haben wir schon mal erledigt. Zack. Mein wilder Pool. Du hast leider auch noch Kronkorken dabei. Schätzungsweise müssen wir aber eh da hoch. So. Zack. Nehmen wir mit. Ja. Also irgendwo sind hier auf jeden Fall noch coole, ne? Die Dosen, also die nerven, wenn sie auf dem Boden liegen, nerven sie auf jeden Fall rum. Weil, ja, ich meine, man kann hier natürlich auch so ein bisschen schleichen, zumindest mal schätze ich mal, dass das funktionieren würde. Wenn man nicht überall davor stößt und alles so einen heiden Krach macht. Und der Krach lockt ja dann letztendlich die Kuhle an, wenn sie einen noch nicht gesehen haben. So, hier könnte man hochgehen. Die Frage ist, macht es Sinn? Schätzungsweise ja, um alles zu erkunden, auf jeden Fall. Wir haben ein Ticket für die Metro, was natürlich gut ist. So. Ich mache noch das Licht an. Ja, ne? Tatsächlich. Okay. Hier ist nichts weiter. Oh,
Und wir müssten eigentlich in die Richtung, ne? Southbound, was muss vom Station? Okay. Vielleicht gehen wir dann doch erstmal da hoch. Ich höre was rumklapseln. Kann sein, dass das hier unten ist. Es kann sein, es muss nicht sein. So, ja, tatsächlich, wir müssen eigentlich in die Richtung. Wisst ihr was? Wir schauen einfach mal da hoch. Und tatsächlich dürfte hier oben irgendwo ein Cool sein. Hey. Wo kommst du denn her? So, zack. Okay, ihr seht es auch beim Schießen wird es so langsam besser, aber wo ist der andere Cool jetzt hin? Oder ist er, hat es ihn zerlegt? Hallo? So. So, da ist mein Cool-Freund. Der leider auch noch Kronkorken hat. Aber was soll es denn? Mein Gott. Kronkorken brauchen wir ja sowieso. Okay, hier liegt jede Menge. Nee, kommt, Leute. Wenn ich hier jetzt alles einzeln aufsammeln würde, dann wären wir ja morgen noch beschäftigt. Einfach nur mit dem Einsammeln der ganzen Sachen hier. Redline Plattforms. Was haben wir denn hier? Fossy Bottom, Westbound. Interessant. Also, in jedem Fall würde ich mal sagen, man kommt hier mit der Metro eigentlich fast überall hin. So, zack. Das ist doch mal gar nicht so verkehrt, würde ich mal behaupten. Wir schauen nochmal ganz hier oben drauf auf diese Plattformen. Oh. Ja, steht davor und die ersten Kugelfliegen vorbei. Ist schon klasse. Ist schon klasse. Naja, ist wurscht im Endeffekt. So, haben wir noch irgendwas? Okay, so wie es aussieht, nicht so wirklich. Und hier kommen wir wahrscheinlich genau verkehrt raus, ne? Da waren wir doch schon mal, oder? Chiboro Circus Station. Ne, da wollen wir natürlich nicht hin. Das ist genau in die andere Richtung. Ne, kommt, Leute. Dann gehen wir hier wieder runter. In die Richtung. Moment. Chiboro Station. So, hier runter. Ist natürlich für die Leute, die sich mit der U-Bahn hier richtig auskennen, mit der Metro. Ich glaube, für die ist es ein Klacks zu sagen, Mensch, da musst du doch lang. Ich weiß es halt nicht so wirklich. So, wenn es hier überhaupt lang geht, das ist nämlich die nächste Frage. Nicht, dass wir da vorne dann einfach nur vor den entgleisten Zügen stehen. Ich hab gedacht, da wäre jetzt irgendwas, ne? Oder ich habe einfach nur Einbildung. Das kann natürlich auch sein. Würde mich nicht unbedingt wundern. Denn ich bin manchmal dann doch ein bisschen schreckhaft. Auch nur manchmal. So, da ist ein schickes Symbol und wahrscheinlich sollte uns das irgendwas sagen. Wo ist noch der andere unten, ne? Ne. Okay, der ist weg. Ich weiß es nicht, oder waren das nur 200? Ne, der ist hier. Okay, alles klar. Den hat es wahrscheinlich umgelegt. Im Flug hatten wahrscheinlich eine Kugel getroffen. Würde ich jetzt mal so schätzen. Sonst, ja, sonst wäre er ja auch nicht wirklich platt gewesen, würde ich mal so sagen. So, Moment. Das ist die Frage. Wo gehen wir am besten lang? Da lang? Jetzt haben wir da raus. Okay. Wo geht's auf der anderen Seite lang? Das ist nämlich auch die Frage. Wir machen mal eben diesen hier, schnell speichern. Und dann schnappen wir uns erst mal die Vorräte hier. So, zack, einmal. Mit. Was haben wir hier? Eine Dampfanzeige. Munitionskisten. Ja gut, okay. Das ist jetzt nicht so. Die 5mm Schuss, die sind dann schon eher interessanter. Noch mehr Raider. Die sich nicht schaffen, hier unten zu wehren. Und ich höre schon den nächsten Hunde. Nämlich da. So. Die ich jetzt leider auch zerlegt. Also nochmal, Leute, ne? Ich schieße nicht über den Kern auf die Hunde, aber man darf nicht vergessen, die sind verstrahlt, ja? Entsprechend, beziehungsweise auch entsprechend böse. Also haben wir bald gar keine andere Chance als
als die Hündchens hier zu erschießen. Ich bin dir lieb. Ich habe selber einen Hund und Leute, ich mag es eigentlich selber nicht so wirklich, ne? So, Mended, Dampfanzeige. Okay, ich sollte vielleicht mal vorher ein bisschen drauf gucken, was ich hier nehme. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine jetzt eine Zeitschrift war. Erstmal die erste Hilfe vergessen, die sind schon mal gut. Redex, Stimbeck, Hackhammer. Okay. Und aufbereitetes Wasser, Blutpaket und Stimbeck. Ja, das aufbereitete Wasser kann man natürlich dem netten Onkel vor Megatron wiedergeben. Das ist nicht verkehrt, ne? Also, wie gesagt, ich helfe sehr, sehr gerne. Entsprechend dürft ihr euch auch nicht wundern, dass ich da entsprechend auch vielen Leuten einfach mal sowas gebe, ohne Gegenleistung. Das ist nun mal mein Naturell, in der Regel. So, jetzt gucken wir trotzdem erstmal bei Gegenstände, Hilfe, Mended, Fancy Let's Kuchen. Ein Stabilier, ob wir jetzt nicht irgendwas aufgesammelt haben. Ich weiß es nämlich nicht. Ja, ich wusste es doch. Bugilismus aktuell. Gewicht 2, Wert 50. Mal gucken, was es bringt. Waffenlos um 2 erhöht. Ja gut, okay, das ist jetzt... Weiß ich nicht, ob mir das so viel bringt. Eher wahrscheinlich nicht, aber gut. So, das sind alles Dinge, die wir dann auch brauchen, um Sachen zu reparieren. Und jetzt gucke ich mal kurz hier rein. Ja... Oh, da müssen wir bald mal dann so ein paar Sachen verkaufen. Oder zumindest weglegen. Ja gut, hier ist nichts weiter. Das heißt, wir gehen einfach mal jetzt in Richtung unseres Ziels. In Richtung Technisches Museum. Wo wir ja immer noch was für einen Satelliten brauchen. So, Vorsicht. Ach so, okay. So, zack. Und... Einmal aufmachen. Ja, da wären wir. Und natürlich, wie kann es anders sein? Hier sind direkt wieder. Ich mach mal eben das Licht aus. So. Schön aufpassen hier. Was haben wir hier? Schrottpatronen nehmen wir natürlich mit. Versteht sich von selbst. Leere. Ach, und hört mal, die tun sich schon gegenseitig abschießen. Tomorrow Outpost. Vielleicht schauen wir einfach mal auf der Karte, wo wir uns aufhalten gerade. Auf der da. Immer noch in der Station angeblich. Hm, okay, das ist seltsam. Kommen wir hier nicht raus? Es wundert mich. Ach, aktivieren, ja. So, da bitteschön, du Knallhirn. Ich glaube, der wollte uns gerade ein bisschen verkackeiern, also verschaukeln. Reißt da große Sprüche und kriegt dann doch nichts gebacken. So, versteckt. Okay, so wie es aussieht, ist hier nichts weiter. Dann können wir hier mal in Ruhe das Zeug mitnehmen. Whisky. Cherry Bomb, ja, die brauchen wir ja dann auch noch später, glaube ich, ne? Oder für diese eine Mission, meine ich. Sicher bin ich mir jetzt allerdings nicht. Ja, Bier nehmen wir auch mit. Ist natürlich für einen Feierabend, ne? Ein langer, harter Tag. Man hat den ganzen Tag nur wilde Kuhle abgeballert. Da muss man natürlich ein Bierchen trinken, oder? So, nehmen wir auch noch mit. Halt, was war das denn? Noch ein Bier. Ein Bier im Billardtisch, okay. Ist natürlich auch schön. Also wenn ich irgendwo Billard spielen war, da habe ich das so noch nicht gesehen. Pfeile, Brauseflasche, Grognack der Papa. Oh, das ziehen wir uns natürlich direkt rein. Ihr wisst ja, ne? Das sind so Dinge, die müssen sein. So, Moment, hier ist es. Grognack der Papa. Nahkampfwaffen um 2 erhöht. Sehr schön. Genau deswegen braucht man ja diese Comics. So, ist hier noch irgendwas? Ne, Moment, da kommen wir her. Ich glaube, das war's dann auch, oder? Ja, hier scheint nichts weiter zu sein. Ein Bett zum Schlafen. Wir könnten es riskieren, eine Runde zu schlafen. Weiß ich nicht, macht das Sinn? Erst einmal den Koffer öffnen. Messer, Metro-Ticket nehmen wir mit. Und wisst ihr was, Leute? Wir legen uns jetzt tatsächlich einfach mal hin für eine Stunde. Damit wir wieder geheilt sind. So, speichern tut er jetzt auch. Gott sei Dank tut er hier entsprechend nicht die Gegner wieder respawnen lassen. Oh, steht mal hier. Oh, ich dachte schon, der schwebt in der Luft, aber nein! Um Himmels Willen. Waren das die Raider? Raider oder das Supermutanten? Beziehungsweise... Raider. Okay.
ja, ja. Ja, komm. Er hat natürlich schon eine schöne Kopfrüstung. Hallo? Ach, von hinten auch noch. Hallo? Oh Gott, die Waffe ist natürlich nicht ganz so schön, wenn man jetzt hier... Wir nehmen mal die hier. Ja, komm, stirb jetzt endlich. So, erfüllt. Schwer verletzt werden. 50% Gesundheit oder weniger. Verletzt zu Moira zurückkehren. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, macht das Sinn, einfach mal zu Moira zurückzukehren? Er wohl nicht, ne? Weil, wenn ich ja nämlich jetzt hier auf die Karte gucke, sind wir nämlich angeblich immer noch in der Typor Station. Und eigentlich wollen wir zum Washington Monument, beziehungsweise zum Technischen Museum. Entsprechend wäre es ein bisschen schwachsinnig. So, Moment, ich nehme wieder meine. Nee, nicht die da, sondern die da. Die da. So, ja, vielleicht mal eben speichern. Wie gesagt, irgendwie muss man es ja halten jetzt. Dieses Niveau der Gesundheit. So, zack. Nehmen wir das mit, danke. Und wir müssen tatsächlich in die Richtung. Das heißt, wir gehen erstmal hier lang. Hier war doch gerade noch... Oder war der gar nicht tot? Hab ich schon gedacht, der wäre tot und es war im Endeffekt der Tuppis, der dann angerannt kam. Ich weiß es nicht. Ne, hier liegt er. Okay, alles klar. So. Ah, und hier haben die Raider also ihr Basislager gehabt. Ein Pümpel. Ganz wichtig. Falls wir unterwegs verstopfte Toiletten finden, können wir die jetzt auch reparieren. Natürlich nicht, Leute, ne? Also nicht, dass ihr jetzt auf die Idee kommt, danach zu suchen. Aber naja. Man weiß ja nie so genau. Zack, Tassen. Und das war's. Mehr ist hier nicht von denen. Doch, hier ist noch was. Öffne Truhe. Scotch. Ja, natürlich. Ganz wichtig. Sich den Dark schön zu saufen. Wenn es sonst nichts anderes gibt, ein Scotch muss immer dabei sein. Die ist leer. Und ansonsten gibt's ja nichts, ne? Ne. Finde ich ein wenig schade. Ich meine, vielleicht übersehe ich auch gerade was. Die ist auf jeden Fall schon leer gelootet von uns. Und hier hinten dürfte es eigentlich auch nichts geben. Weiß ich nicht. Moment. Upp, einmal hier durch. Da passt man nicht durch. Sind wir zu fett für. Hab schon immer gewusst, ich sollte vielleicht doch mal eine Diät machen. Wenn wir da nicht durchkommen, beziehungsweise uns da nicht durchzwängen können. Ja, und hier wieder die Dosen. Alle auf dem Boden, alle im Weg und alle machen Lärm. So. So. In die Richtung wollten wir gehen, genau. Ja, Moment. Haben wir die schon? Nee, doch. Doch, haben wir auch schon. Den leeren Raider natürlich für mehr aus der Baum gebracht. Hehe. Jo. So, ganz gehen, ne? Warum müssen die sich denn auch immer mit mir anlegen? Jetzt mal ernsthaft, Leute. Sowas muss doch nicht sein. So, und ich hoffe, wir sind nicht allzu weit weg von unserem Ziel. Moment, so. Vorsicht. Status ist Moment, da oben war da jemand, oder? Ist jemand. Jetzt heißt es vorsichtig sein. Wir müssen da lang. Moment, da hinten steht keiner. Der ist tot. Okay. Ist ja nett. Erstmal. Ach, seht ihr, Leute, das meine ich, ne? Zack, den hat's zerlegt. Oha. Wo ist er? Ich versuche mal oben den Kopf zu treffen. So, und komm, noch einer, nein. Okay, den haben wir schon mal erledigt. Zack. Und wir können... Ja, wir können jetzt tatsächlich mal eben hier lang und den Raider mal eben ein bisschen nackig machen quasi. Nackig. Wobei nackig ist ja auch zu viel gesagt.
Eine Buchse hat er noch an und ein Shirt, also ein Unterhemd, mehr oder weniger, wenn man das so bezeichnen darf. Deswegen, so nackig ist er nicht. So, zack. Zack, zack. So, okay, versteckt. Eine Munitionskiste. So, die ist leer. Hier darf das nichts weitergeben. Dann gehen wir einfach mal direkt hier hoch. Versteckt, ja. Ich höre aber irgendwas im Hintergrund, ne? Und Leute, das ist nicht bei mir, sondern hier im Spiel irgendwas. Ich weiß nicht warum, aber keine Ahnung. Vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht Geister irgendwo. Geister. So, hier kommt die offensichtlich her. Munitionskiste. Eine Rakete. Oh, schick. Nur schön, dass ich keinen Raketenwerfer habe, oder? Habe ich einen? Ich weiß es gar nicht mehr, Leute. So. Zack, das ist offen. Und noch eine Rakete. Ich weiß es gar nicht, ob ich jetzt einen Raketenwerfer habe. Aschenbecher, ganz wichtig für die Leute, die rauchen. Ich tue es ja nicht mehr. Ich denke mal, das, so viel darf ich auch verraten hier. Denn Rauchen ist Bockmist. Es gibt Alternativen, gesündere Alternativen, auch wenn das viele nicht hören wollen. Aber eine Sucht ist nur meine Sucht und stolz bin ich nicht drauf. Aber ich bin zumindest mal stolz drauf, dass ich keine Zigaretten mehr angefasst habe. Das auf jeden Fall. Und nein, ich nehme natürlich keine illegalen Drogen. Also falls das jetzt einer von euch denkt oder so. Um Himmels Willen, ne? Wir sind hier nicht bei Fallout 3, sondern... Ja doch, hier sind wir ja schon bei Fallout 3. Also hier, da, unser Charakter. Aber im echten Leben sind wir natürlich nicht in Fallout 3. Und daher werde ich da auch keine Drogen nehmen. Habe ich noch nie gemacht. Will ich auch gar nicht. So, und da sind wir tatsächlich an der leeren Mülltonne erstmal. Ja. Wo sind wir denn hier überhaupt? Haben wir denn da einen Hinweis drauf? Thank you for using Metro. Enjoy your visit. Das ist sehr, sehr schön. Aber außer wahrscheinlich gleich am... See it here. Moment. In the Museum of Technology. Okay, das technische Museum. Dann sind wir offenbar dann doch richtig. So, wenn wir jetzt auch rausgehen... Die Promenade. Ja, natürlich. Wir gehen mal raus. Der dürfte speichern, hoffe ich mal. Ja, tut er natürlich auch. Und wir schauen mal auf die Karte ganz, ganz kurz. Natürlich. Wir sind hier beim Technischen Museum. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, Moment. Vorsichtig hier hochlaufen. Ja, und natürlich, wie soll es anders sein? Zack. Zack. Kann ja kein... So, zack. Auch ein Mutant hält das nicht aus, von so nah getroffen zu werden. So, Moment. Moment, von wo? Irgendwo? Da irgendwo. Nee, Moment. Okay, vielleicht sollte man dann doch mal... Oha, oha, oha. Okay, Moment, Leute. Ja, wisst ihr was? Egal, was Moira davon hält, aber ich würde mal schätzen, mit der Art von Bewaffnung. Hallo, nimm doch meine Waffe. Nimm. So. Der Herr der Supermutanten. Na klasse, na klasse. Na klasse. So viel zum Thema. Egal, was Moira das sagt. Ja, wir sind eh tot. Nee? Jo, war jetzt nicht ganz so geschickt von mir. Gebe ich ganz, ganz offen und ehrlich zu. So, ich muss mich hier nochmal dran gewöhnen. So, zack. Moment, da haben wir die. Da haben wir nur. Gott, okay, da haben wir 100. Sind zu viel schon, sind zu viel. So. Und natürlich hier haben wir nicht ganz so viel Schuss. Ist die Frage, welche nehmen wir denn jetzt dazu? Vielleicht erst einmal vorsichtig diese hier. Natürlich sind wir jetzt wieder
Soweit geheilt, glaube ich. Ne, TP 85. Ja, wir sind ein Stück mehr geheilt. So, da, ein Kopf. Verwundet! So, zack. Und jetzt. Moment, Moment. Wir müssen jetzt mal ganz, ganz fix hier irgendwo in Deckung gehen. In Deckung. In Deckung. Oh Gott. Ja, natürlich, natürlich. So, ein Stimpack, das pfeifen wir uns auf jeden Fall rein. Ah, machen wir noch. So, ja, 9% Chance gerade mal zu treffen. Ernsthaft? So. Oh Gott, ich treffe den kaum, ne? Oha. Was ist denn mit dir nicht richtig? Was ist denn mit dem nicht richtig, Leute? So wird das. Ja, ist schon klar. So wird es jedenfalls nichts. So, nochmal. Hier wird reinpfeifen. Oha. Oha. Das wird jetzt heftig. Moment, vielleicht schmeißen wir uns erst einmal was rein. TP plus 60. So, ein Puff-Out. Cram. Vielleicht mal ein paar AP dazu. Schadensresistenz. So, und was macht die Quantum? Ja, die gibt uns auch AP. Psycho. So. Und Strandresistenz ist erstmal wurscht. So, dann Waffen. Was nehmen wir denn jetzt am besten für eine Waffe? Die Kampfflinte oder was? Ob die überhaupt was bringt, ich weiß es nicht. Ja, der ist natürlich jetzt verdeckt, ne? Ist schon klasse. So, der ist schon mal leer. So. Technisches Museum entdeckt, das ist auch schon mal schön. Wo ist der? Oh Gott, wisst ihr was, Leute? Ich bin am überlegen, ob wir nicht direkt mal hier reinrennen sollen. Ja, komm, machen wir auch einfach mal, weil das ist jetzt dann doch ein bisschen zu heavy. Oha. So viel zum Thema zu heavy. Ja, wir sind auf jeden Fall im Technischen Museum angekommen und ich merke gerade, dass ich hier eigentlich schon fast überziehe, bis zum Gehen. Das heißt, bis zum Gehen nicht mehr. So, zack. Der ist schon mal sehr schön, dass es so funktioniert. Aber gut, Leute, das soll es für diesen Bart gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es trotz der kleinen Misere hier draußen vor der Tür trotzdem gefallen. Wenn dem so ist, ihr wisst Bescheid. Ein Däumchen nach oben, ansonsten halt nicht. Und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Fallout 3. Bis dann, Leute. Ciao.